Mit zwei Kurzhanteln machen wir jetzt vorgebeugtes Rudern, nehmen allerdings die komplette Wirbelsäule mit rein, um wirklich die gesamte hintere Kette zu aktivieren. Dafür gehen wir leicht in die Vorbeugung, dass der Oberkörper nach vorne gebeugt ist. Wir machen den Rücken jetzt bewusst rund. Dann richten wir den Rücken auf, machen den Rücken gerade und ziehen die Hanteln nach oben. Runter gehen, Rücken rund. Nach oben gehen, aufrichten und Hanteln nach oben ziehen. Also Rücken rund machen, aufrichten, nach oben ziehen. Die Rundung des Rückens ist in keinster Weise schädlich, wenn man mit einem moderaten, mit einem, dem Trainingszustand entsprechenden Gewicht startet. Der Alltag besteht aus Beugen, Strecken, Rotieren in jede mögliche Richtung. Deswegen müssen wir den Rücken auch in jeder möglichen Richtung kräftigen. Wir starten hier mit dem Aufrichten der Wirbelsäule, dass der Rücken bei der Beugung und bei der Streckung möglichst viel Kraft entwickelt. Dafür mit einem moderaten Gewicht starten und wenn es sich gut anfühlt, dann sukzessive steigern. Wenn man immer besser und stärker wird, wird auch der Rücken immer stärker und robuster und weniger anfällig gegenüber Verletzungen.